Im heutigen Vlog möchte ich mit euch über das Thema Effizienz in der Hobbywerkstatt reden, aber ich zeige euch auch einiges zum Thema Schubladen verleimen und Anleimer auf Kanten aufbringen. Auf das Thema dieses Videos bin ich durch einen Forenbeitrag gekommen, in dem es darum ging, wie man oder ob man im Hobbybereich so effizient arbeiten kann, wie es der Profi vielleicht macht. Das heißt jetzt nicht, dass alle Profis effizient arbeiten, da gibt es auch Ausnahmen, aber es geht um das Thema Effizienz, Planung, wie geht man richtig an Projekte ran, wie vermeidet man Fehler im Hobbybereich. Das hier ist keine normale Hobbywerkstatt, das muss euch klar sein. Ich verdiene hier in der Werkstatt natürlich mein Geld mit Online-Kursen, die sich aber an Hobbyholzwerker richten. Von daher muss ich schon schauen, dass ich hier alles so zeige, dass ihr das in eurer Hobbywerkstatt auch nachmachen könnt. Den Begriff Effizienz verbindet man natürlich eher mit industrieller Fertigung, gewissermaßen auch noch mit dem Handwerk, aber weniger mit dem Hobbybereich oder mit dem Hobby an sich, egal welches Hobby ihr da betreibt. Aber seien wir mal ehrlich, Effizienz heißt ja nichts anderes als vorhandene Ressourcen bestmöglich zu verwenden oder Ressourcen zu schonen, je nachdem wie man das Ganze sieht. Und eure Ressourcen im Hobbybereich sind in erster Linie Zeit und Geld. Jetzt muss natürlich jeder für sich entscheiden, welche Ressource er am liebsten opfert, entweder Zeit oder Geld, es gibt da verschiedene Ansätze. Für viele von euch spielt die Zeit eine Rolle. Nicht jeder hat unendlich viel Zeit, sich seinem Hobby zu widmen. Andere hingegen haben weniger Geld, dafür mehr Zeit. Das heißt, sie investieren lieber Zeit als Geld. Da muss jeder seinen Weg finden. Aber im Endeffekt geht es darum, vorhandene Mittel effektiv einzusetzen. Und das kann zum Beispiel auch der Platz sein. Wie ihr hier seht, stehen hier große Maschinen, die aber sehr eng beieinander stehen. Das heißt, auch ich habe hier nicht unendlich viel Platz in meiner Werkstatt und deswegen habe ich mir einfach Gedanken gemacht, wie kann ich diese Maschinen so aufstellen, dass sie möglichst wenig Platz verbrauchen. Auch das hat mit Effizienz zu tun. Und meine Maschinen sind hier regelrecht geschachtelt. Ich kann zum Beispiel hier an der Formatkreissäge 2 Meter lange Teile in jede Richtung bearbeiten, das ist gar kein Problem. Hier in der Bandsäge kann ich auch lange Teile bearbeiten. Ein einziger Kompromiss, den ich hier eingegangen bin, ist die Hobelmaschine, die muss ich für lange Teile etwas verfahren. Aber ansonsten finde ich, ist der Platz hier schon optimal ausgenutzt, was dann wiederum sehr effizient ist. Effizienz kann aber auch bedeuten, dass man etwas einfach in der optimalen Reihenfolge macht, sich dadurch Arbeit erspart und das Ergebnis besser wird. Ein schönes Beispiel dafür sind Schubladen. Früher habe ich auch Schubladen gebaut, wie viele von euch. Ich habe sie gebaut, Verbindungen gemacht, zusammengeleimt und anschließend die Oberflächenbehandlung gemacht. Seit einigen Jahren mache ich das aber so, dass ich die Einzelteile lackiere und dann erst verleime. Ihr müsst dann nicht mehr Arbeit investieren in so eine Schublade, ihr müsst nur die Arbeitsabläufe anders gestalten. Das heißt, eure Verbindungen macht ihr wie gehabt, eure Nuten etc. Alles passiert wie gehabt, nur vorm Verleimen. Schleift ihr alle Teile? Ich schleife die Teile sogar, bevor ich die Verbindungen mache. Das schleift sich einfacher und die Verbindungen werden genauer. Auch das ist ein Punkt, an dem man etwas mehr Effizienz in sein Tun reinbringen kann. Und wie gesagt, wenn alles fertig ist, dann klebe ich die Leimstellen ab mit einem schmalen Klebeband, wie das hier gemacht ist. Dann lackiere ich die Teile und dann baue ich sie zusammen. Der Riesenvorteil hierbei ist jetzt, dass die Teile liegen. Es können euch also keine Lackläufer entstehen. Ihr könnt den Lack einfach über dieses Klebeband hier drüber rollen. Das ist ein PE-Schutzband, das ist dick genug, sodass ihr sogar drüber schleifen könnt. Wenn ihr also dann die erste Lackschicht aufgetragen habt und eure Teile geschliffen werden, lasst ihr das Band einfach drauf, schleift da drüber. Als wäre nichts und dann macht ihr den zweiten Lackauftrag. Also das geht wirklich wunderbar. Ich lackiere meine Schubladen mit Wasserlack. Das hat den riesen Vorteil, dass der Lack sehr schnell trocknet. Ihr könnt dann alle halbe Stunde einen Lackiergang machen. Also auch hier das zweiseitige Lackieren von diesen Schubladenteilen, das geht wirklich ratzfatz. Der Lack riecht kaum, wenn er ausgehärtet ist. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Schubladen ölt oder Schrankinnenseiten ölt, dass das doch noch sehr lange riecht. Das habt ihr bei Wasserlack nicht. Vom Umweltgedanken her ist Wasserlack auch noch okay.
Klar gibt es umweltfreundlichere Mittel, aber hier mache ich dann einfach einen Kompromiss. Ihr könntet auch einen Shellac nehmen, auch der trocknet sehr schnell. Das wäre auch eine Möglichkeit. Auch der Boden wird vorher lackiert und ihr seht, das geht wirklich ganz schnell. Ihr braucht nicht in irgendwelchen Ecken mit eurem Oberflächenmittel rumzuhantieren. Da habt ihr keine unterschiedlich dicken Lack- oder Ölaufträge in den Ecken. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Kästen lackiert oder ölt. Man hat immer Stress mit den Ecken. Das alles fällt hier weg. Die Leimflächen sind hier, da kommt kein Lack drauf. Und eben diese abgeklebten Teile. Also auch vom Verleimen her ist das überhaupt kein Problem. Das werde ich jetzt fertig lackieren und dann zeige ich euch nachher, wie das verleimt wird. Denn auch da gibt es durch den Lack riesen Vorteile. Wichtig ist auch das hat mit Effizienz zu tun, dass ihr euch die Teile markiert. Das heißt, eindeutige Markierungen auf eure einzelnen Teile macht, damit ihr beim Zusammenbau nicht mehr groß überlegen müsst, sondern einfach nur noch eure Teile schnappt, Leim dran gebt, zusammensteckt, zwingend drauf. Effizienz hat aber auch ganz klar mit Planung zu tun. Im professionellen Bereich nennt man das Arbeitsvorbereitung. Das heißt, bevor ein Projekt beginnt, zum Beispiel der Auftrag für ein Möbelstück, macht man eine Arbeitsvorbereitung, man erstellt eine Zeichnung, so genau wie nötig, aber wirklich nur so genau wie nötig. Ich zeichne zum Beispiel keine Beschläge in meine Zeichnungen ein, sondern höchstens mal die Bohrpositionen. Also da muss man es auch nicht übertreiben. Das muss auch nicht mit dem PC gemacht werden. Das könnt ihr genauso gut mit Bleistift und Lineal machen. Und anhand dieser Zeichnung erstellt man dann eine Stückliste und eine Beschlagliste. Und bei dieser Arbeitsvorbereitung durchdenkt ihr bereits das, was ihr bauen wollt, und trefft vielleicht auf die ersten Probleme. Vielleicht zeichnet ihr in 3D. Da lässt sich sehr gut erkennen, wo es Probleme gibt. Wenn da am Bildschirm irgendwas schon nicht passt oder sich nur schwer zeichnen lässt, dann ist das ein Indiz dafür, dass es später in der Werkstatt auch Probleme geben könnte. Und eine solche Beschlagliste hilft euch dabei, im Vorfeld die Beschläge zu besorgen, damit ihr, wenn ihr dann in der Werkstatt arbeitet, nicht auf irgendwelches Material warten müsst. Das gleiche gilt auch für die Materialliste fürs Holz. Mit einer solchen Liste könnt ihr zum Beispiel zum Holzhändler gehen, wenn ihr jetzt keine große Säge habt und euch euer Plattenmaterial schneiden lassen. Also diese gute Vorbereitung hat sehr viel mit dem Gelingen eines Projektes zu tun und das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Steckt genug Zeit in die Vorbereitung eurer Möbel. Macht eine Zeichnung, zeichnet euch auch die Details auf, bemaßt diese Zeichnung und schon habt ihr einen ersten Eindruck, wie euer Möbelstück werden soll. Diese Zeichnung hilft euch auch, Arbeitsabläufe etwas besser zu koordinieren. Das hier ist die Zeichnung von dem letzten Projekt, das ich für die Online-Kurse gemacht habe. Ein Tisch für den Garten, ein Terrassentisch. Und den habe ich weitestgehend mit der Kombimaschine gemacht. Gerade dann, wenn ihr eine Kombimaschine habt, ist eine gute Vorplanung wirklich wichtig. Sonst seid ihr ständig am Umbauen der Maschine. Da habe ich zum Beispiel hier sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich so wenig Umbauzeiten wie möglich habe. Eine solche Zeichnung mit möglichst vielen Details kann wirklich Frust verhindern. Denn nichts ist ärgerlicher als irgendwelche Verbindungen, die nicht passen, irgendwelche Maße, die nicht stimmen. Und wenn ihr das vorher zeichnet, dann minimiert ihr die Fehlerquelle. Ihr könnt sie nicht ganz ausschließen, die Fehler, aber ihr macht garantiert weniger Fehler. Also nehmt euch die Zeit für eine gute Vorbereitung. Hier bei meiner Schublade kommt jetzt übrigens schon der zweite Lackauftrag. Ich habe jetzt einmal Lack auf beiden Seiten aufgetragen, dann kam der Zwischenschliff und jetzt wie gesagt der zweite Lackauftrag, nur noch ganz dünn. Und während ich diesen Lackauftrag mache, kann ich ja noch ein paar Gedanken zum Thema Effizienz loswerden. Das klingt jetzt alles sehr trocken, sehr nüchtern, sehr industriell. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich auch viele Jahre in der Industrie tätig war und einfach einige Dinge verinnerlicht habe. Aber ich denke, wer mal versucht hat, möglichst effizient, gut geplant und ja, fast schon wirtschaftlich seine Projekte im Hobbybereich umzusetzen, der wird auch merken, dass das sehr viel Spaß machen kann, wenn wirklich am Ende alles funktioniert, wenn alles glatt läuft, wenn man sich nicht über sich selbst ärgern muss, wenn man sich nicht über Werkzeuge ärgern muss. Alles das trägt auch dazu bei, dass dieses schöne Hobby noch mehr Spaß macht. So zumindest ist meine Meinung. Zum Thema Effizienz gehört auch das Thema Ordnung. Wenn ihr euch hier umschaut, ich achte immer darauf, dass meine Werkstatt möglichst ordentlich ist. Das hat nicht nur damit zu tun,
dass ich hier filme und ihr nicht unbedingt hier das Chaos sehen sollt. Auch bei mir herrscht manchmal Chaos in der Werkstatt. Es hat einfach damit zu tun, dass ich keine Lust habe, Werkzeuge zu suchen. Ich habe keine Lust, hier im Dreck zu arbeiten. Und deswegen achte ich einfach darauf, dass ich hier Ordnung halte, dass jedes Werkzeug an seinem Platz ist, dass es sauber ist. Jetzt würde mich mal eure Meinung interessieren. Legt ihr Wert auf Effizienz in eurer Werkstatt, also auf gute Planung, auf Ordnung, auf Sauberkeit, auf eine gute Werkstatteinrichtung, die euch vernünftiges Arbeiten erlaubt? Oder seid ihr eher der Chaot, der in die Werkstatt geht und einfach drauf losbaut? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr Tipps und Anregungen für andere Zuschauer, wie man den Arbeitsablauf in der Hobbywerkstatt optimieren kann. Ich denke, da könnten schon einige sinnvolle Tipps und Tricks dabei rumkommen. Also haut in die Tasten und schreibt einfach mal eure Meinung und eure Tipps in die Kommentare. Der Lack ist trocken, jetzt geht es ans Verleimen. Ich gebe den Leim hier am Rand an. Wenn dann Leim rauskommt, dann kommt er außen raus. Da könnt ihr ihn ganz einfach wegwischen. Und wenn doch mal Leim innen rauskommt, dann hat der Lack jetzt den Riesenvorteil, dass dort der Leim kaum noch haftet. Und ihr könnt ihn einfach wegwischen. Das erscheint jetzt hier relativ wenig Leim, aber seid versichert, das reicht. Ich mag ja für Schubladen auch Dübelverbindungen. Die müssen natürlich genau passen. Wenn sie das tun, ist das Verleimen von Schubladen wirklich ganz einfach. Ihr seht auch hier einen kleinen Versatz zwischen dem Seitenteil und dem Vorder- und Hinterstück. Auch das ist gewollt, denn dadurch müsst ihr die Teile nicht 100% perfekt bündig zueinander bekommen. Das spart euch dann jede Menge Nacharbeit. Ich verwende zum Verleimen generell ganz gerne hier diese Korpuszwingen. Auch das hat mit Effizienz zu tun und mit Effektivität. Beide Begriffe kann man übrigens meiner Meinung nach nicht voneinander trennen. Effizienz und Effektivität gehören immer irgendwie zusammen. Und da gehört dann auch das richtige oder passende Werkzeug dazu. Das bedeutet nicht, dass ihr immer das teuerste Werkzeug braucht. Das bedeutet lediglich, dass ihr das für euch passende Werkzeug braucht. Das ist jetzt der Schubladenboden. Der ist schon vorgebohrt, da ist alles fertig zum Verschrauben. Und wenn ihr jetzt beim Verleimen den rechtwinklig geschnittenen Schubladenboden in die Schublade einbaut, dann habt ihr es auch ganz einfach, diese Schublade in den rechten Winkel zu bekommen. Ihr kontrolliert das und sollte es nicht passen, setzt ihr ein paar Zwingen gezielt schräg an und schon ist alles im Winkel. Die Korpuszwingen tragen natürlich auch ihren Teil dazu bei, dass das Ganze rechtwinklig wird. Und ich gehe meistens noch hin, wenn die Schublade schon so schön vor mir liegt, dass ich dann auch noch die Beschläge einbaue. Hier zum Beispiel die Kupplungsstücke für die Unterflurführungen. Auch das war alles schon vorbereitet. Dann kann man das Ganze umdrehen. Das bisschen Leim, das hier innen jetzt rauskommt, das wird einfach weggewischt. Und nach einer halben Stunde könnt ihr dann die Zwingen abmachen. Und fertig ist die Schublade, inklusive Lack und Beschlägen. Ja, beim nächsten Thema geht es auch um das Verleimen. Und zwar hier um Tischlerplatten. Ich arbeite ja sehr gerne und viel mit Tischlerplatten. Da müssen ja immer Anleimer dran. Meist nehme ich die 2 mm starken Furnierkanten, also Starkfurnierkanten, gebe da Leim an, wie ihr das hier seht, verteile den mit der Rolle. Da habe ich mir jetzt übrigens einen Leimspender mit Rolle bestellt. Mal sehen, wie gut der funktioniert. Und dann wird das hier aufgeleimt. Auch hier kommen wieder die Korpuszwingen zum Einsatz.
Das lasse ich dann in einer Viertelstunde trocknen, dann kommen die Zwingen runter. Dann warte ich wieder eine halbe Stunde und fräse das Ganze bündig. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und diesen Vorgang, den möchte ich jetzt optimieren. Und zwar durch diese freie Wand hier. Ich habe schon mal davon gesprochen, dass ich mir eine Verleimpresse kaufen will. Die Verleimpresse, die hier an die Wand passen würde, wäre eine Sonderanfertigung, die müsste gekürzt werden. Das wäre noch nicht so schlimm. Das kostet nur ein paar Euro Aufpreis, wenn überhaupt. Aber diese Verleimpresse steht noch etwa 70 cm in den Raum rein. Das kostet mich also recht viel Platz und preislich liegt die bei etwa 4000 Euro je nach Ausstattung. Netto, ohne Mehrwertsteuer. Das ist mir definitiv zu viel des Guten, deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut und habe mir jetzt 5 Elemente der Plano-Presse, die ist glaube ich ursprünglich von Scheppach, wird aber auch von anderen vertrieben, bestellt. Die kommen demnächst und die sollen dann hier hin. Die stehen senkrecht an der Wand. Es gibt die Plano 5, 7 und 9. Leider habe ich die 7er und die 9er nicht mehr gefunden. Kein Händler hat die irgendwie an Lager, wenn dann zu horrenden Preisen. Also wird es nur die Plano 5. Mit der kann ich Bauteile bis zu 1 Meter Breite pressen. Ich kann damit Leimholz verleimen. Ich zeige euch die Teile dann, wenn sie da sind. Ich verlinke euch das Ganze auch mal beim Hersteller. Da könnt ihr euch anschauen, wie das Ganze funktionieren soll. Und da gibt es halt eine Wandschiene, eine Bodenschiene. Da wird das Ganze dran gemacht. Das kann man verschieben. Und da kann ich, wie gesagt, nicht nur Leimholz verleimen, sondern auch diese Anleimer aufpressen. Aber da muss ich die Presse etwas verändern. Also die Presselemente, da muss ich mir ein bisschen Zubehör dazu bauen. Dann wird das auch mit den Anleimern funktionieren. Ich hatte mir auch noch Gedanken gemacht, wie ich das weiter beschleunigen kann. Da kam eine Heizschiene ins Spiel mit 2 Meter Länge. Reden wir dafür über 600 bis 700 Euro. Auch das war mir dann ein bisschen zu heftig, vor allem auch bei dem Gedankengang, dass die Heizschiene, also eine Schiene, zwar als Zulage dient, aber auch nur für eine Kante. Oft verleime ich aber 2 Kanten, das heißt, ich bräuchte, um das effektiv zu machen, 2 Heizschienen. Und da bin ich dann eher da, dass ich mir lieber einen Expressleim dazu nehme, wenn das Ganze hier schnell funktioniert vom Ablauf her und einfach da die Zeit einspare. Also eine Heizschiene wird es dann erstmal nicht geben. Es kommen hier, wie gesagt, diese 5 Presselemente hin. Die liegen netto bei etwa 700 Euro mit allem Drum und Dran und Lieferung. Ich denke, das ist noch vertretbar. Das spart ja auch jede Menge Schraubzwingen. Also wenn ihr mal rechnet, was man an Schraubzwingen braucht, um Leimholzplatten in der Größe von 2 Meter mal 1 Meter zu machen, da könnten 700 Euro für diese Presselemente schon ein Schnäppchen sein. Also das ist mein Gedankengang, um jetzt das Aufleimen von Kanten und das Verleimen von Leimholzplatten einfach angenehmer zu gestalten, besser zu gestalten und mit sehr wenig Platz einbußen. Denn ihr habt ja gesehen, bisher mache ich das auf der Werkbank. Dann könnte ich zwar jedes Mal die Teile in die Ecke stellen und hätte die Werkbank wieder frei. Aber schöner ist es natürlich, wenn das Ganze hier an der Wand steht, die Teile hier verleimt werden und ich meine Werkbänke weiter benutzen kann. So ist der Gedankengang. Vielleicht hat ja einer von euch diese Presselemente schon im Einsatz und kann mir was dazu sagen. Vielleicht habt ihr Tipps dazu, was da zu beachten ist, vor allem bei der Wandmontage. Da muss ich noch schauen, das ist ja keine absolut perfekt gerade Wand, aber diese Presselemente müssen ja plan zueinander stehen, sonst macht man ja eine Formverleimung. Und ja, vielleicht habt ihr da Tipps, wie man das schön machen kann, vor allem für die von denjenigen, die schon solche Plano-Presselemente im Betrieb haben, würde mich die Meinung interessieren. Wie gesagt, sie sind bestellt und sobald die da sind, werde ich mich um die Installation kümmern und da seid ihr natürlich dann dabei. Ja, was gibt es noch Neues? Die neue Kurswerkstatt-Internetseite ist jetzt fast fertig, ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen, aber sie ist online. Wenn ihr wollt, schaut mal drauf. Da hat sich einiges getan, vor allem für diejenigen, die sich für die Online-Kurse interessieren und noch nicht abonniert haben. Bietet die Seite jetzt einen wesentlich besseren, strukturierten Zugang zu den Informationen, also wie das Ganze abläuft. Die Seite ist moderner geworden. Die Seite ist, was Datenschutz und das Rechtliche angeht, wirklich auf dem neuesten Stand. Vor allem beim Datenschutz haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, nur die aller notwendigsten Daten zu erfassen. Da ist also einiges rausgeflogen, was früher drin war, was nicht gebraucht wird, was auch datenschutzrechtlich nicht bedenklich war, aber auch nicht unbedingt notwendig war. Der Bestellablauf ist neu gemacht.
Da hat eine Rechtsanwaltskanzlei also mit dran gearbeitet. Da ist also alles komplett neu und alles nach aktuellen Standards, nach aktuellen Gesetzen umgesetzt. Das war jede Menge Arbeit, aber sie ist jetzt gemacht und die Seite erstrahlt jetzt in neuem Glanz. Ja, und damit ist das Video, denke ich, auch schon lang genug geworden. Ich möchte mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Wir sehen uns bald schon wieder, dann mit einem ganz anderen spannenden Thema. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß in eurer Werkstatt.